Warte nur auf den Moment, bis seine Kotze mich so richtig schön hart trifft. Ja, so zum Beispiel, genau. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. In der Early Access, meine lieben Freunde, habe ich beim letzten Mal versucht, mich zur Gerberstation in Lupas Zuflucht durch den Boden hinzukramen. Es hätte fast funktioniert, wenn meine Spitzhacke nicht 5 Meter vom Durchbruch den Geist aufgegeben hätte. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, am Anfang des Videos ist rechts oben in der Ecke die Playlist verlinkt. Am Ende ist er auch nochmal verlinkt. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das feiert, das Projekt, oder ob ihr mehr sehen möchtet und Tipps geben. Und ihr könnt einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das feiert, auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal hier durch, ne? Jetzt gehen wir mal hier durch und schnetzeln mal hier die Hässlons weg. Level 20 Gegner, es geht aber noch Level 20, muss ich jetzt mal sagen. Also einige haben mir gesagt, ja, da sind Level 20 Gegner, konnte man von, oh, lol, die konnte man von oben schon so ein bisschen sehen. Oh, kacke. Ja, spreng dich selbst weg, genau. Der bist der Raketenwissenschaftler. Genau, sehr nice. Oh Gott, da geht's wirklich nach unten, ach du Schande. Genau, einige haben schon gesagt, Level 20 gehen, da musst du aufpassen, Spielwehr, das ist nicht deine Kragenweite. Ach, naja, wann war das letzte Mal ein Gegner meine Kragenweite? Machen wir mal hier, Bonus am Start, Nahrungsbonus, bisschen mehr Leben, ist sicherlich nicht verkehrt. Und dann rennen wir mal rein, Standort oben. Aber wo oben? Wo komme ich hoch? Wie komme ich hoch? Warum komme ich hoch? Wer bin ich? Wo bin ich? Was bin ich? Hier kann ich hoch. Oh, es ist wieder eine Mutter. Haha, der Hund ist über mich drüber gesprungen. Aber nein, um Gottes Willen, die machen ja voll Aua. Ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande. Warte mal, vielleicht können wir die Mutter irgendwie ablenken. Das Zeug steht da nämlich einfach rum, wo wir hin müssen. Es wäre halt so geil, wenn wir uns einfach da reingegraben hätten von unten und diesen ganzen Boss-Wahnsinn einfach umgangen hätten. Warte mal kurz. Olli Bulli, Olli Bulli, Olli Bulli. Alle Malle Aquamala. Jawohl. Warte, hier, schnell rüber. Aua, Kopf gestoßen. Kurz mal Stamina recken. Du kannst mich nicht treffen. Ah, der konnte da lang. Hochziehen. Jetzt, nein. Kopf gestoßen. Ah, ha, ha, ha. Nee, lass mich doch. Die Mama. Die Mama, die Mama, die Mama. Die Mama, die Mama. Bom, ba, 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 da, 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 da. Gib mir das doch, scheiße. Gib mir doch das, was da steht, Baby. Gib es mir. Ja, ich hab's, ich hab's. Ran, ran, Rudolf. Da. Ah. Einfach wieder raus, einfach wieder raus, einfach wieder raus. Gerberstation. Darum ging es, das wollten wir haben. Und alles andere ist egal. Alles andere ist mir wurscht. Wumpe. Latte Macchiato. Bimbel. Ende. Jawohl. Eine Kiste. Da ist sowieso noch ein Streitkolben, eine Sense oder ein Hammer drin. Da alles, was ich nicht brauche. Oder ein irgendein hässlicher Kackbogen. Nein, nein, nein. Wir porten uns zurück. Wir porten uns zurück. Wir gehen jetzt zurück und geben der Lehrerin, der Jägerin, geben wir jetzt das Ding, was er haben will. Dann ist er zufrieden. Dann lässt sie mich in Ruhe. Und dann kann ich nämlich geile Rüstungen machen und was auch immer. Und Leder kann ich machen. Leder kann ich machen, meine lieben Freunde. Hier, da, die hat schon Sehnsucht nach mir. Guckt mal. Nicht schlecht. Hier, ich habe ihn geklaut, deine Gerberstation. Gerberstation gefunden. Unglaublich, du hast es wirklich geschafft. Diese Gerberstation wird der Schlüssel zu unserem Überleben sein. Los, platziere sie, damit wir an die Arbeit gehen können. Los, platziere sie, du Knecht. Ja, 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 ich mache ja schon. Ist ja gut hier. Ein bisschen mal ein Danke oder so. Wäre irgendwie mal. Wo ist sie denn jetzt? Ah, da unten. Ich wollte gerade sagen. Da. Guck mal, gar nicht so groß. Kann man so machen, oder? Ich mach das jetzt so. Hier so. Hervorragend. Leder. Wie macht man Leder? Getrocknetes Fell, Salz und Ammoniakdüse. Ich meine, wo kriege ich jetzt wieder eine Ammoniakdrüse her, Alter? Vom Regen in die Traufe, ich sag's euch. Also, ich meine, das hier, das ist klar. Hier, getrocknetes Gedöns. Das ist kein Problem. Aber wo kriege ich denn Ammoniak her? Hier, legt es mal schon mal rein. Salz ist auch relativ klar eigentlich.
Salz haben wir hier mit drin jetzt. Oder hatten wir mal. Da müssen wir mal wieder Salz holen, glaube ich. Hatte ich hier noch irgendwo Salz in der Hose? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich noch irgendwo... Hier ist Salz noch. Und Ammoniak? Ja, keine Ahnung. Die Mama kitzeln. Technisch war er drin. Genau, ich war drin. Das war auch einfach. Eigentlich. Genau, nee, passt eigentlich hier so. Warte mal, jetzt hat der hier wieder Sehnsucht. Juhu. Arbeitsspeicher voll. That's what Windows said. Sonnentempel-Geschichten. Auf dem Weg zum Ödland sei lieber auf der Hut. Meine Tante Elin wurde in einem der Sonnentempel verflucht. Sie wurde von diesem Geisterschädel von unten getroffen, sagte sie mit klappernden Zähnen. Es ist wahr, naja, höchstwahrscheinlich. Du kennst Elin, sie ist eine Quasselstrippe, aber eine keine Lügnerin. Ist Emily nicht auch aus dem Ödland? Vielleicht weiß sie mehr. Okay. Arbeitsspeicher voll. Warte mal, wir müssen mal den Arbeitsspeicher hier mal leeren. Und dabei habe ich doch 64 GB. Unglaublich. Kann doch alles nicht wahr sein hier. Alter, das ist auch alles schon voll wieder. Das kann alles nicht... Weißt du, diese Stacks für die Bretter, das ist auch lächerlich, ey. Warte, wir müssen noch mit Emily reden. Kann ich mit dem Kasper da unten? Nee, mit dem Kasper da unten, der will nicht. Hier, was willst du jetzt? Fauler Zauber. Heimgesuchte Sonnentempel, tatsächlich habe ich mal in einer Nähe von einem gewohnt. Es war furchtbar. Die ganze Zeit Krach und komische Leute, die ein- und ausgehen. Unsere Tempel sind heilige Hallen und Grabstätten, in denen die Erbauer geehrt werden. Die Funken dort wird durch Gebete genährt und beschützt unsere Toten. Aber als sich das erstmal verbreitete, wurde ihr Licht schwächer. Vielleicht ist unser Glaube ins Wanken geraten, als die Katakomben zu Leben erwachten. Klirrendes Metall, dunkles Geflüster. Seitdem hielt ich meine Gebete in der Taverne. So gruselig. Weißt du, ich mache jetzt mal gekochte Eier. Wir haben so viele Eier. Besser irgendwo Ammoniak suchen, als einen Bug zu haben, der dir das Anpflanzen vollkommen unmöglich macht. Ja, das stelle ich mir ärgerlich vor, das stimmt. Apropos Anpflanzen, warte mal, wir wollten doch auch noch Zuckerrohr anpflanzen. Ich habe diesen Bug, ich kann mir keine Hake kaufen. Das ist scheiße, ja, das ist echt ungünstig. Fernkampf empfohlen bei dem Krabbler, sonst bist du schnell tot, okay? Alles klar, weiß ich Bescheid. Tot bin ich sowieso relativ schnell. Hier, warte mal. Oh, hier ist ja alles noch voll mit Bärenbüschen und allem. Aber wir müssen ja nur schnell mal hier vorne mal ein bisschen was machen. Warte mal, mach mal mit X. Mit dem Einrastmodus zum Ausrasten. Möchtest du jetzt die Einrastfunktion aktivieren? Zack, zack, zack und zack. So, jetzt habe ich mein Zuckerrohr angepflanzt. Das ist doch nice. Die Ausrastfunktion ist viel lustiger. Apropos, ich gehe jetzt mal zurück nochmal hier hin. Wir legen jetzt noch Zeug ab. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Bestimmt habe ich wieder irgendwas vergessen. Man vergisst immer irgendwas hier. Weil man ständig an irgendwas denken muss. Wer keine Hake hat, wird gerade geschrieben als Lösung. Ins Hauptmenü zurück, wieder einloggen. Dann ohne eine andere Taste oder die Maus zu bewegen, J drücken. Die Werkbank öffnen. Unter Überleben, Survival die Hake mit F auswählen. Dann kann die Werkbank... Dann an die Werkbank und craften gehen, okay? Den Almanach für die Bäuerin, naja, das geht halt nicht, weil da ist irgendwie der Gegner weggeplöpst. Sonnentempelgeschichten, das ist neu. Guck mal, das ist ein Endgegner hier, oder? Besiege das Gespenst im verfluchter Sonnentempel. Da kriegen wir einen Zauber als Belohnung. Ah, hier gibt's Blöcke, guck mal, gemischte Steine. Jemand hat Baumaterial auf einer zerstörten Brücke. Ah, das ist das, was wir gerade gelesen haben, glaube ich. Das ist Sandstein, ich schwöre. Das will ich haben. Das will ich haben, das will ich haben. Anzeigen, wo ist das? Ach du meine Güte, das ist ja ganz weit unten. Das ist ja hier auf der Grenze zum tödlichen Miasma. Naja gut, ich meine, so weit weg von unserem Spornpunkt ist es jetzt aber auch nicht. Die Bretter hast du beim Zuckerrohrsetzling rein. Das ist egal. Das ist jetzt surreal. I don't care, I don't care. Drüse gibt es bei wandelnden Pilzen im Miasma, die roten. Okay, die roten Pilze, ja, die sind uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Die geben also die Drüsen. Okay, guter Hinweis. Ach, guck mal, ist es nicht da hinten, wo der auch der Almanach sein soll? Oder spinne ich jetzt? Doch, 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 das ist da. Ja, dann gucken wir mal, ob der Boss wieder da ist. Oder die Bössin. Bossinnen. Rennen, rennen, rennen und nicht pennen. Jawohl, schießt nochmal eine Salve. Salutschüsse und so, die wollen mir ja nur in netter Weise mich salutieren. Wichtig, du, genau. Ich gehe mal hier durch, ich gehe mal so hier durch und dann gehe ich noch hier durch und dann gehe ich immer mal so hier durch. Ein kleiner Bummel in der Stadt.
Ist doch nice. Plünderfarm. Hier müssen wir rein, hier müssen wir rein. Einmal hier rein. Dankeschön. Links, rechts. Oben, unten. Hier war die Ratte gewesen, genau. Ich erinnere mich, da sind Hundis. Irgendwo hier oben ist es wohl gewesen. 5, 4, 3, 2, 1. Und hier müsste es irgendwo sein. Aber wo, wo ist es, wo? Standort oben, ah, okay, oben. Oben. Was war das? Irgendwas war. Moment, ich hab's gleich. Ah, da, da ist der Haken. Ha, Block. Ja, Kalkstein. Ein alter Stein, der schon Jahrhunderte überdauert hat. Wenn dieser Stein sprechen könnte. Geheime Kellertür beim Schreiner. Jawohl, meine lieben Freunde. Das ist doch geil. Schon wieder so ein Tempelblock eigentlich, ne? Ist auch interessant eigentlich. So. Und jetzt haben wir hier ja eigentlich auch eine ganz gute Position, um nochmal rüber zu schielen. Wir können ja mal die Quest nochmal aktiv machen hier von der... Warte mal. Bäuerin, genau. Das ist ja direkt nebenan eigentlich. Da müssen wir jetzt halt diese Bössin besiegen. Wir haben ja noch ganz gut Pfeile, oder? Vorsicht. Großer Gott. Das war minimal knapp. Können wir hier irgendwie hoch? Nee. Kann man hier innen? Hier innen kann man hoch. Klettern. Ja, Schakalaka, genau. Das schwebt da. Wie sie nicht hochkommen. Ist so lustig. Ah! Ha! Ich will mal gucken, ob die Mutter wieder da ist. Vielleicht hat sie ja jetzt den Respawn. Mal gucken. Ah, warte, erstmal hier den Sohn platt machen. Irgendwie sind die Gegner hier viel schwächer als die an der Stelle, wo wir gerade eben noch waren. Also das sind hier auch nur 15er. Das sind hier keine 20er. Insofern ist die Chance ja eigentlich gegeben. So, guck mal, die sind alle wieder da. Alle bis auf die Mama. Denn die Mama, die ist nicht da. Mal nochmal. Oh doch, da ist sie, die Mama ist wieder da, die Mama ist wieder da, die Mama, die Mama. Die Mama, die Mama, die Mama, die Mama. Na Mama, kannst du so weit hochwerfen? Kannst du werfen, kannst du werfen. Scheiße, ich will ja keine schießen. Auf den Bauchnabel, auf den Bauchnabel, der empfindliche Bauchnabel. Widerstanden steht da. Wenn wir auf den Bauchnabel schießen, gibt es mehr Schaden. Guck mal. Deswegen schießt er immer auf den Bauchnabel, weil der Bauchnabel ist der empfindlich. Das erklärt einiges, siehst du? Wenn einer so einen riesen Helm auf hat, ist der Kopf halt nicht mehr so empfindlich. Oder eigentlich schieße ich gerade auf die Brustwarze. So ein bisschen. Das ist auch natürlich. Das ist natürlich auch eine sehr sensitive Stelle, definitiv. Immer schön rauf da. Immer schön Brustwarze anvisieren. Ja, hast du oft deinen Kopf da in den Weg zu schieben? Ich glaube, es hakt. Auf die Brustwarze, auf die Brustwarze. Stimulation, Stimulation. Immer schön stimulieren. Nice, jawohl. Seht ihr, wie präzise ich die anvisiere? Die Brust, unglaublich. Brust oder Keule heißt hier die Devise. Guckt euch das an. Ich brauche weniger Pfeile als beim letzten Mal, definitiv. Es ist einfach geil. Es ist einfach so geil, wenn ich das hier so zielgerichtet... Wenn ich die Pfeile ins Ziel befördere. Er macht es mit Pfeil. Genau, er macht es einfach. Er macht es jetzt. Und wehe, die verschwindet gleich wieder. Ey, dann rast dich aus. Die Mama ist tot. Die Mama ist tot. Es lebe die Mama. Standort unten. Und wir haben es. Jawohl. Und raus. 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 Hey, hier ist noch was zum Lesen. Ist mir egal. Ah. Nein. Scheiße. Nein, hier kommt man nicht raus, hier kommt man nicht raus, hier kommt man nicht nirgends raus. Hoch, 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 hoch. Ja! Escape, escape, the great escape. Einfach raus, einfach weg. Landen, gleiten, Fallschaden, Schallfaden kriegen, genau. Spielbär, du kannst dich auch einfach rausporten. Und eigentlich der auch noch. Habe ich mir mal irgendwo hier mal eine ruhige Stelle zum Porten, bitte? Oh Gott, nein! Nein! Lauf, renn! Tumbleweed, Tumbleweed! Oh nein! Der Busch, er verfolgt mich! Lauf! Unser stolzer Krieger, natürlich! Ah!
Querfeuer. Flieg und Sieg, genau. Raus, einfach raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Und portieren. Ja! Einen neuen Block. Ein neues Item. Und alles weggerockt. Bam, bam, bam. Hast du nicht gesehen. Und die Bäuerin. Hier, deinen Sack habe ich gefunden. Almanach zurückgebracht. Mein großer Almanach der Pflanzen und Setzlinge. Wunderbar. Es ist ein bisschen schmutzig. Ein bisschen schmutzig, ne? Aber schon in Ordnung. Es macht mir nichts aus, mir die Hände schmutzig zu machen. That's what she said. Dann wollen wir mal etwas anpflanzen. Nice. Herstellen. Und du hast jetzt deinen Sack wieder, ja genau. Du hast jetzt der... Hä? Almanach der Pflanzen. Muss ich das jetzt noch platzieren? Moment. Ich bin verwirrt. Muss ich noch hinsetzen, wa? Sonst zählt das, glaube ich, nicht. Ja, ja, genau. Hier, schön aufs Feuer. Warte mal, das setzen wir mal. Wo setzen wir das hin? Hier am Rand jetzt einfach. So. Da hast du deinen Almanach. So, jetzt kannst du mir hier Nahrung kochen. Intelligenz, Pilzomelette, Konstitution. Warte mal, wo waren jetzt hier? Zucker, genau. Zuckerrohr. Ja, die haben wir jetzt angepflanzt. Da ist jetzt nichts mehr übrig. Kamillentee kann sie eh machen, genau. Feuerstelle, Saatbeet, Farmboden, Ofen. Ah, ja, da war ja was. Gebrannter Ziegel, Lehmklumpen. Okay, diese bedeutende Verbesserung der Feuerstelle bietet dem Koch viele neue Möglichkeiten. Alles klar. Na gut. Hey, Papier war da auch. Guck mal in gewachsen. Bisschen schmutzig. hier war nichts mehr. Ah, hier genau, hier muss ich ja noch das rausziehen. Weil, genau, was ist denn jetzt eigentlich hier, was brauchen wir denn jetzt für diese Kalksteinblöcke hier? Warte mal. Kalkstein und Erde. Hey, das ist ein leichteres Rezept als die Tempelblöcke, die wir da verwendet haben bisher. Ein alter Stein, der schon Jahrhunderte überdauert hat, wenn dieser Stein sprechen könnte. Okay, jetzt war da aber noch ein Stein. Ein Pizzaofen, ja, es sah aus wie ein Pizzaofen so ein bisschen, ne? Jetzt würde ich gerne mal... Ich leg mal hier jetzt ein bisschen mal was weg. Das legen wir jetzt mal hier rein. Ah, warte, wir haben jetzt ja auch noch den Kopf. Mein Gott, wir haben schon wieder so viel Zeug. Ich weiß gar nicht, wohin damit, ey. Die Kisten reichen schon wieder nicht. Ich schwöre, die Kisten, die wir haben, reichen schon wieder nicht. Alles schon wieder voll. Ja, alles schon wieder voll. Brechend voll ist das hier alles schon wieder. Ich leg den Kopf jetzt mal hier rein. Hier, warte mal, hier noch die Seelen noch ablegen. Genau, so, jetzt haben wir immerhin schon mal ein bisschen was los. Ist der Zuckerrohr zufällig schon gewachsen? Der ist schon gewachsen. Geil. Das ging aber schnell jetzt. Den habe ich doch gerade eben erst... Naja, vor 20 Minuten habe ich ihn angepflanzt. Aber scheint ja... Ich glaube, der hier ist auch gerade... Guck mal, der ist gerade am Großwerden hier. Okay, der steckt nur im normalen Boden drin, glaube ich. Der ist gar nicht richtig eingepflanzt. Ist egal. Warte mal, da können wir doch jetzt Zucker machen. Da musst du wohl Kisten shoppen gehen. Was muss ich shoppen gehen? Warte mal. Jetzt muss ich erstmal hier Zucker machen. Energie. Süß. Jawohl. Zucker. Aber vielleicht sollte ich nicht alles verzuckern. Vielleicht sollte ich auch wieder ein bisschen was hier reinlegen noch. 6 Stück, genau. Und Wasser dazu. Das braucht aber ganz schön viel Wasser. Warte mal, ich muss mal noch mal zu dem Brunnen, der hier nebenan ist, und mal schnell Wasser zapfen. Dass wir noch Setzlinge kriegen. Wäre schon passend. Ha, habt ihr das gesehen? Nicht schlecht. Was für ein Super Mario Move hier. Sauber, man muss ja Prioritäten setzen. Erst Zucker herstellen. Einen weiteren Brunnen bauen. Ja, da braucht man Leinen dafür. Ich habe schon Flachs angepflanzt und auch schon Leinen angeleiert. Also müssen wir mal gucken. Ist doch super. Kann ja schon mal Setzlinge durchlaufen. So, warte mal. Was brauchen wir jetzt für den Ofen? Für den Pizzaofen. Gebrannte Ziegel, Lehmklumpen. Warte, das ist alles am Start. Das ist alles am Start. Das ist alles woanders. Das ist alles hier drin. Da müssen wir kurz mal an den Ofen ran, wo die Ziegel drin sind. Da können wir uns nämlich direkt noch so einen Pizzaofen machen. Beim Sprung über die Mauer hätte er sich wichtige Teile abreißen können. Da wird er die ganze Zeit so reden. Okay, warte. Hier, Klumpen, Lehm, Lehmziegel. Nehmen wir noch ein bisschen Lehm mit. Genau, jetzt müssen wir doch alles haben, oder? Jetzt müssen wir alles haben. Müssen wir auch klappen.
Das müsste doch funktionieren. Das müsste doch unglaublich gut funktionieren jetzt. Wenn mich jetzt der Adam Riese nicht sehr täuscht. Warte, hier nochmal rein. Dann hier nochmal rein und dann hier rein. Nein! Nicht der Frau zu Füßen liegen. Das geht nicht. Ofen! Yes, wir haben einen Ofen und wir werden ihn benutzen. Warte hier. Ofen dahin und dann hier mal so in die Ecke jetzt einfach. Schön im Holzhaus den Riesenofen reinstellen. Und, oh, Fladenbrot. Wie, nur Fladenbrot? Mehl. Wasser. Salz. Eine einfache Mahlzeit. Na toll. Hey, was ist denn hier los? Du kannst nur alles Fladenbrot in deinem Ofen machen? Ist ja wohl nicht dein Ernst. Was können wir denn hier noch irgendwie aus... Können wir nicht mit Zucker noch irgendwas Geiles machen? Oder ist Zucker, steht das für sich alleine? Pilzomelette. Dann machen wir mal noch ein Omelette. Rein mit dem Gevögel. Sehr schön. Soll ich mal Zucker essen? Soll ich? Ich esse mal Zucker. Zucker. In Wasser. Mehr. Oh Mann, Baby, guckt euch das an. Ich habe einen Ausdauerbonus jetzt. Nice. So, warte mal, jetzt muss ich mal schauen. Hat jetzt der Alchemist noch was? Nee. Wir hatten jetzt hier noch eine sinnvolle Quest gehabt von den Nasen. Müssen wir mal schnell mal gucken hier. Ein schwarzer Kessel für den Alchemist. Ach ja, stimmt, der Alchemist. Ja doch, stimmt, der hatte noch was. Na, dann sollten wir das mal als nächstes machen, würde ich sagen. Auf Karte zeigen. Oh, das war ganz weit weg. Das war im Jasma nochmal ein Stück weiter rein. Wo wir wieder nicht sehen, wo wir hin müssen. Okay. Haben wir alles repariert? Zufälligerweise? Mal schnell gucken. Fehlt noch irgendwas? Vielleicht nochmal Pfeile machen. Die haben wir, glaube ich, gerade ganz gut verbraucht. Würde ich mal behaupten. Pfeile. Machen wir nochmal Kupferpfeile. Die haben sich... Okay, ich habe keine Äste mehr. Einmal gemacht und das passt schon. Wie viele Endgegner können noch kommen, frage ich euch. Weißt du, was das Tragische ist? Ich habe so viele Waffen im Inventar. Zwei davon sind Streitkolben, ein Hammer, ein Zauberstab und ein Schwert, was ich halt schon von Anfang an gefühlt habe. Ich glaube, das habe ich in Folge 3 oder so gefunden. Und das ist immer noch meine Hauptwaffe, weil ich einfach seitdem kein vernünftiges anderes Schwert mehr gefunden habe. Wir können ja erstmal da drüben zu dieser Festung. Ist das nicht eine Warte? Da hinten ist doch eine Warte, oder? Sieht aus wie eine Warte. Da könnte man natürlich mal schauen, ob man die einfach mal aktiviert. Wäre vielleicht mal schlau. Dann hätte man da nämlich einen Punkt, von dem aus man sich bewegen könnte. Oh, das ist gut. Guck mal, er hat ja richtig Strecke gemacht jetzt. Ich gehe jetzt mal da so durch. So. Wann beginnt denn nun eigentlich der Pyramidenbau? Na, jetzt haben wir ja erstmal Sandstein oder lieber Kalkstein haben wir jetzt ja erstmal gefunden. Reine Kalksteinblöcke. Und jetzt könnte man ja erstmal einen Pyramidenbau beginnen, ne? Wenn man jetzt eine Pyramide bauen wollen würde, wenn wir jetzt ja gerade mal Pyramidenmaterial haben. Sandstein kommt noch im nächsten Gebiet. Das ist bestimmt das Rote, wa? Da hinten ist doch noch so roter Felsen. Kommt man von hier zu dieser... Guck mal, von hier kommt man doch easy going zu dieser Warte da drüben. Ist das nicht vielleicht sogar das, wo wir sowieso hin müssen? Warte mal, ich glaube, ich gehe mal lieber hier außen rum. Mal jetzt mal nicht durch das Miasma hier. Das geht doch... Hier geht doch der Weg und er geht bestimmt zur Warte. Würde ich jetzt schätzen. Und die Warte, wenn wir die aktivieren, haben wir gleich einen Teleportationspunkt. Von dem aus wir auch noch fliegen können. Müssen wir halt schauen, ob wir in die Warte reinkommen. Und Warte ist jetzt eigentlich immer nicht so schwer gewesen. Das ist ja eigentlich Rätselei. Insofern, ja. Also was heißt Rätseln? Schalter aktivieren. Das sollte schnell gehen. Unterstelle ich jetzt mal. Können ja mal so hier hoch. Es sieht ja so aus, als würde man von diesem Plateau aus, als würde man von da hinkommen. Ich muss mal meine Stamina rein. Habe ich noch Kamillentee dabei zufällig? Ja. Ich nehme noch mal ein bisschen Kamillentee, weil irgendwie scheint meine... Ja, jetzt habe ich mehr Stamina, siehst du? Lasst mich in Ruhe, ihr hässlichen Viechers. Aua! Ich spring jetzt hier runter. Tschüss. Oh nein, da kommt schon wieder der Nächste. Hat ja auch nirgendwo Ruhe. Stamina recken. Gott sei Dank habe ich die Kamille genommen. Zu mir genommen. Guck mal, da kommt man hin. Easy going. Waschen wir mal hier runter. Wie viele
Skillpunkte kann man insgesamt haben? Das weiß ich nicht. Man kriegt ja Skillpunkte von den Miasma-Wurzeln auch. Man kriegt durchs Leveln Skillpunkte. Guck, wie mir die alle egal sind. Nomadenanhöhenwarte, ein Achievement. Sterngucker, die Warte auf dem Nomadenanhöhen erreicht. Na, das ist doch nice. Dann gehen wir da jetzt rein. Wir gehen jetzt rein, meine lieben Freunde. Wir gehen jetzt rein. Nein, in dem Spiel gibt es kein Gewässer. Das gehört aber auch zur Story dazu. Das gab eine Dürre und dann ist an den Stellen, wo Wasser war, das Miasma entstanden. Was, wenn man mal so in der Welt sich umguckt, dann sieht man, dass das Miasma vor allem in Senken, unter Brücken und so und in weitläufigen Senken aufgetaucht ist. Und das ist anscheinend ehemalige Wasserflächen. Hier ist ein Respawn-Punkt. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, ehrlich gesagt. Porten wir uns mal hoch. Genau. Und das passt natürlich auch, weil die Engine von dem Spiel unterstützt auch kein Wasser. Noch nicht, weil es ja eine Eigenentwicklung. Wasser haben sie einfach aufgrund der Tatsache, dass es in der Story sowieso nicht vorkommt, weggelassen. Praktisch veranlagt, kann man da nur sagen. So, zwei haben wir schon aktiviert. Und jetzt müssen wir mal hier runter. Irgendwie kommt mir der Schnitt aber bekannt vor von der Warte. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir waren hier schon mal so. In so einer ähnlichen. Schauen wir mal. Das ist, als wenn wir die eine Warte, wo wir schon mal drin waren, rückwärts absolvieren irgendwie. So. Aua. Das war doof. Das war doof, das war doof, das war doof. Hier kommt man nicht rein. Okay, da brauchen wir auch. Hier ist ein Schalter. Okay, einen dritten Schalter, aber jetzt brauchen wir noch einen. Muss ich mal gucken. Warte mal, da vorne links. Rüber. Nice. Okay, war gut, war gut, war gut. Jetzt können wir erstmal kurz verschnaufen. Raus, raus. Und da rein. Okay, hier brauchen wir auch ein Knöpfchen. Jetzt ist die Frage, wo ist der letzte Knöpfchen? Da ist ein Knöpfchen, aber den haben wir schon aktiviert. Offensichtlich. Oh, das war knapp. Das war knapp. Also irgendwo muss hier... Ah, da, okay. Alles klar. Ist erklärt. Hat sich erklärt. Hier könnte man sich zurückporten. Hier, warte mal. Hier steht was. Was ist das? Plündern. Trank der Brut. Ich würde aber schon gerne noch zu der einen Tür nochmal zurück. Aua. Hier, zu der hier. Genau. Ach, das ist ein Rückweg. Was ist das? Ziegel... Ne, dann muss ich, glaube ich, doch den Portinski nehmen, da, wie es aussieht. Aua. Erstmal schön in die Stacheln rein, Körper. Ich glaube, der hier ist schon richtig. Ist schon so, wie es sein soll. Nice. So, warte. Hier können wir runter. Da können wir rüber. Und da unten sind Spachteln. Warte mal, erstmal hier rüber. Erstmal gucken, was hier... Ah, was ist das? Ewige Kettenheilung bei Eiche. Zinn, ich hab Zinn. Okay, dann können wir jetzt auch Bronze machen wahrscheinlich, wa? Müsste eigentlich, was ich... Ah, hier braucht man einen Schalter. Das müssen wir mal gucken. Außen sind die nicht, die Schalter, glaube ich. Die sind dann, wenn dann schon... Da ist einer. Ah, da müssen wir ranlaufen. Okay, warte, brich ab. Genau, machen wir mal so. Das ist doch nice. Ziehen uns wieder rauf. Ist da drüben irgendwas Wichtiges? Nee, oder? Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Genau. So, dann können wir hier rein. Uiuiuiui. Okay, das ist doch noch ein bisschen anders. Da unten müssen wir aktivieren. Aber der Schnitt kommt mir bekannt vor. Das hatten wir schon mal so ähnlich. So eine ähnliche Warte. Also von der Raumaufteilung her, würde ich sagen, ist das bekannt. Ist es schon offen? Ja, ist offen. Okay, jetzt könnten wir rüberlaufen. Ich könnte aber auch nochmal einfach von oben einfach... Au. Okay, ja. Alles klar. Einfach hier rüber segeln. Guck mal, sehr gut. Und dann, warte, nochmal gucken, was hier ist. Ah, eine Kiste. Besserer... Warte, musst du auch mitnehmen, Spielwehr. Besserer Mana Trunk. Au, ja, schön rein mit dem Kopf. Und hier ist nichts. Hier brauchen wir wieder einen Schalter. So, jetzt müssen wir... Da drüben müssen wir ran an die Dings. Schnell. Hoch. Jawohl, geschafft.
Was ist hier? Oi, 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 oi. Ach du Scheiße, wie mache ich das denn jetzt? Gegen den Strom laufen. Muss ich drüber springen oder was? Super Mario, oh Gott. Ja, ich gerade noch so gedacht. Ah, ich muss, glaube ich, doch auf die andere Seite. Alles gut. Warte, das ist jetzt ein Timing-Ding. Drüber. Ah, da müssen wir hin, genau. Oder? Oder komme ich jetzt wieder nach unten? Nee, nee, jetzt müsste schon der nächste dann sein. Jetzt sind wir, glaube ich, schon oben, oder? Oder was? Nee, Moment. Nee, das war, hier waren wir schon. Hier waren wir schon, Spielbär. Hier waren wir schon. Falsch. Du musst doch jetzt durch die Tür da, durch die eine. Hier, wo offen ist, genau. Hier müssen wir rein. So, Moment. Da ist ein, da müssen wir einen Schalter aktivieren, da hinten. Durch, 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 durch. Oh Gott. Ha! Boah, das ist so eine typische Zelda-mäßige Passage, ohne Witz. Da kriege ich so ein bisschen Zelda-Vibes von früher, ja, ohne Witz. Einfach dem Weg folgen, einfach blind dem Weg folgen und hoffen, dass alles gut geht. Jetzt kommen sie gleich zurück, oder? Irgendwie ja nicht so komisch. Warte, ich laufe mal durch. Ah, ist offen. Ist da noch was in der Mitte? Nee, oder? Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Fossiler Knochenpfeil, das ist schon mal gut. Oh Gott. Das war heiß. Gut, dass ich dicke Schuhsohlen trage. Ja, richtig, war richtig. Und drücken. Und da müssen wir wieder runter jetzt. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt habe ich den Überblick ein bisschen verloren. Ich glaube, wir müssen... Nee, Moment. Da war ja noch eine Tür, hier unten, genau. Hier sind wir rein, hier sind wir... Ja, genau, da müssen wir hin. Oder? Ich glaube schon. Das ist der nächstgelegene Weg. Das Spiel ist aber auch einfach gut. Ich muss wirklich sagen, also... Das ist wirklich ein Spiel... Das hat sich gelohnt, definitiv. Mit der Flamme sprechen. Die Nomaden an Höhen bergen die vergessenen Versprechen von Abenteurer und Reichtümern. Im unteren Teil befindet sich Weiten, welche ein Jagdgebiet für die Verurteilten sind. Dort starren sie auf die gleißenden Morgendämmerungen über ihnen und zeichnen mit ihren Fingerspitzen die fernen goldenen Streifen des Morgenlichts nach. Genug wird immer unerreichbar bleiben. Wir haben eine Warte! Meine lieben Freunde, eine neue. Sehr schön. Und dann können wir jetzt von hier auch immer schön reisen. Hier ist sogar Salz, glaube ich. Ja, genau. Das ist doch gut. Und da hinten ist tödliches Miasma. Jetzt können wir uns ja auch mal ein bisschen Überblick verschaffen hier. Und wir müssen ja eigentlich da nach unten. Also da so nach hinten hin eigentlich. Warte mal, mal gucken. Wo bin ich jetzt? Ich bin hier. Und wir müssen eigentlich ein schwarzer Kessel für den Alchemist. Da müssen wir hin, genau. Das ist 400 Meter weg? Ernsthaft? Sehr komisch. Es wird gar nicht so weit weg, als wäre das irgendwie direkt nebenan. Aber will ich das nachts machen? Nee, will ich nicht. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu unserem Haus. Wir können uns jetzt ja zu der Warte, die haben wir jetzt ja aktiviert, können wir uns jetzt dahin porten. Sehr nice. Dann haben wir nämlich jetzt nochmal einen Spawnpunkt und dann braucht man nicht dafür noch einen Flammenaltar jetzt benutzen, ja. Und haben dabei auch gleich noch ein bisschen was gemacht. Ist auch nice. Und das, ich finde die Warten, diese Geschicklichkeits- und Schalterrätsel, das finde ich eigentlich ganz geil. Das erinnert mich echt so ein bisschen an Zelda früher. Mit den Springen und den richtigen Schalter drücken. Manchmal gab es dann auch so ein Zeitlimit. Das gibt es jetzt hier nicht, dass du über eine bestimmte Zeit irgendwo hin musst. Bauen ist nicht so mein Ding. Ich denke, werde noch ein bisschen warten, bis noch mehr Story-Content drin ist. Ich finde, es ist aber jetzt schon sehr viel drin. Also man kann schon sehr viele Orte auf eigene Faust erkunden. Es gibt schon echt viele Quests. Auch viele NPCs. Und es ist vor allem auch in sich schlüssig schon irgendwie. Also es ist schon zusammenhängend. Wenn man jetzt alleine nur der Story folgt, wenn man das Bauen komplett mal rauslässt, was wir jetzt schon gemacht haben, dann sind das locker 20 Stunden mindestens. Also wenn man jetzt nicht rusht, würde ich sagen. Das, was wir bis jetzt gemacht haben, sind 20 Stunden. Progress.
Aber ich meine, gut, kann man natürlich auch so und so sehen. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie gut man durchkommt. Und ob man jetzt schnell die Locations direkt miteinander verbindet und so. Selbst auf Low Level, wenn man in high-leveligere Gebiete reingeht, wenn man das ein bisschen mit Skill macht, geht das auch. Und das ist eigentlich auch das Coole, dass das Spiel einem das nicht verbietet. Es macht es einem halt nur wahnsinnig schwer, wenn man noch nicht allzu weit ist, in bestimmte Gebiete zu kommen. Aber nicht unmöglich. Und das ist eben auch so ein bisschen der Unterschied, finde ich. Du kannst trotzdem in geile Gebiete reinkommen, die eigentlich noch nicht für dich gedacht sind. Musst halt dann damit leben, dass es Brett schwer ist dann. So, da unten ist es. Standort unten. Ah ja. Oh, versteinerte Nasen, guckt mal. Das ist ja krass, die zerplatzen einfach. Das Fleisch ist willig. Die Zellen kontaminieren nicht nur, sie absorbieren, indem sie natürliche Materie abbauen und in etwas Neues verwandeln. Schaffen sie einen Kreislauf aus Energie und Wachstum. Ich muss es verstehen. Ich muss mehr mit den Miasmasporen experimentieren und genau erfahren, wie sie funktionieren. Ich würde mich am liebsten hier verschanzen und in Ruhe arbeiten, als bei den Dorfbewohnern zu verweilen. Sie kosten mich noch die letzte Energie. Die Flüssigkeit im schwarzen Kessel, sie dreht sich und dreht sich und dreht sich. Sie löst ihn auf, zerfrisst ihn, ändert ihn. Einmal habe ich zu lange hineingestarrt. Ich dachte, ich spüre, wie sie zurückstarrt. Vielleicht bin ich mit dem Alter einfach verrückt geworden oder einsam. Ikora, alles klar. Position erreicht. Und wo ist jetzt der Bottich? Hier gibt es... Ist es hier ein Schein? Nee, warte mal. Ah, da drin. Ich glaube, da sehe ich ihn schon, oder? Hier ist Miasma. Hunger in der Dunkelheit. Ich bin verrückt geworden, das weiß ich. Die jahrelange Einsamkeit hat mir den Verstand geraubt. Die Leere, der Schlund im schwarzen Kessel lauernd, abwartend, sich drehend. Er vernebelt mir den Verstand mit seinem süßen, faulen Geruch. Er ruft nach mir, flüstert. Ich verstehe nicht, was er sagt, aber er weiß es. Er weiß, dass ich leer bin. Er ist auch leer, hungrig. Wir ähneln uns. Ikora. Das ist eine merkwürdige Beziehungsgeschichte irgendwie. Okay, wir müssen anscheinend runter, wa? Ah, da gibt's noch einen Zettel. Und eine Kiste. Ich habe geschrien. Und die Leere hat geantwortet. Der Schlund war ausgehungert, als er meinen Namen rief. Einsam, sehnsüchtig wie ich. Ich hatte keine Wahl und er wusste es. Gefangen zwischen Zähnen so scharf wie Rasiermesser. Meine Flanken zerschnitten und aufgerissen. Ich rutschte unter seine Zunge und drehte mich. Und er stickte an seiner Wärme. Er hält mich mit seinem Inneren fest. Wir sind gleich, wir sind eins. Warum ist mein Fleisch hohl, meine Grube? Ich bin eine leere Grube, ausgehungert. Ich bin nichts, die Abwesenheit, die Leere. Die wenigen, die vielen, alle. Der Abgrund selbst, mein Gott nochmal. Die Frau ist ein einziger Abgrund. Ein bodenloser Schlund ist die Frau. Schon wieder ein Zauberstab. Warum kann ich nicht mal ein Schwert finden? Verdammt nochmal. Kacke. Katze. Okay, warte, wo muss ich hin? Oh, ist ja direkt nebenan. Na dann hin. Hin, 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 hin. Mal gucken, ob ich den jetzt noch kriege, den Kessel. Ich glaube, wir müssen ins Miasma. Oder hier hoch, warte. Ne, wir müssen da hoch. Ja, warte, dann gehe ich zur Warte zurück. Warte, dann gehe ich zur Warte zurück, genau. Und wir fliegen einfach dahin, warte. Das geht am schnellsten, glaube ich. Ich glaube, das ist da in diesem großen Miasma-Wirbel da. Da hätte ich jetzt hier ewig rumtingeln müssen, um da hochzukommen. Das wäre es jetzt, glaube ich, nicht gewesen. Gut, dass wir das jetzt hier so gemacht haben. Hier sind auch wieder diese Versteinerten. Wiege der Dämmerung. Irgendwie habe ich das Gefühl... Standort unten. Oh nein, ich ahne schlimmes Brutmonstrosität. Oh, oh. Guten Tag. Ich habe gehört, Sie sind eine Monstrosität. Warte mal. Muss ich auf den... Ich muss... Ja, ich muss. Sei ja monströs. Sie sind aber sehr monströs, Monsieur. Möchten Sie noch... Möchten Sie... Aua. Möchten Sie vielleicht noch ein kleines Pfefferminztäfelchen? Nur ein kleines bisschen ein Pfefferminz, ein hauchdünnes, Monsieur. Oh Gott, ich muss durch die ehemals versteinerten Typen durchlaufen. Das ist ja mal ein Gerät, ey. Uah. Das ist der kotzigste Kotzbrocken, den ich seit langem hier in diesem Spiel gesehen habe.
Visier den doch mal richtig an jetzt, verdammt. Lauf, lauf, lauf. Oh Gott. Ich frag mich, ob das... Ja, der hat hier Fliegen produziert. Gott sei Dank machen mir die Fliegen nichts. Ah, die Klumpen von ihm sind schlimmer. Ich sehe aber, dass ich ihn effektiv treffe. Einige werden jetzt sagen, Spielwehr, benutzt doch mal deinen Zauberstab. Mann, lasst mich mit eurem Zauberstab in Ruhe. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Macht das lieber so. Irgendwie halte ich das für sinnvoller. Ja, was macht er? Oh Gott, er kotzt sich wieder richtig aus gerade. Warte nur auf den Moment, bis seine Kotze mich so richtig schön hart trifft. Ja, so zum Beispiel, genau. Ja, guck mal, ja. Aua, er hat nur noch die Hälfte. Oh, diese kleinen hässlichen Scheißviecher, ey. Das geht mir gerade auf den Piss. Warte mal. Sterbt doch einfach, ihr hässlichen Kackviechers. Lauf, Mann! Schieß auf die Monstrosität. Nein, sind schon wieder hässliche. Wie schnell sind die bitte an mir dran, ey? Lauf! Wie viele Pfeile habe ich noch? 92. Es geht noch. Es geht alles noch. Ist alles noch super. Spielbär schafft das. Spielbär ist tapfer. Spielbär ist stark. Spielbär ist im Miasma. Spielbär hat nicht mehr so viel Zeit. Spielbär hat nur noch 4 Minuten. Komm schon. Gott sei Dank bleibt man... Nein! Gott sei Dank bleibt man an seinen hässlichen... Nein! Gott sei Dank bleibt man an seinen hässlichen Löchern, an seinen Statuen nicht hängen, die er da vorher schon mal produziert hat. Au. Ha! Warte mal, Bandage. Nee, was macht er denn? Er bleibt dabei einfach stehen. Wollt ihr mich rollen? Warte, hier mal die hässlichen Fliegen mal wegmachen jetzt. Aua. Muss ihn weiter Bär schießen. Oh, das war 120. Habt ihr das gesehen? Das hat richtig gezogen. Da frage ich mich aber, welche Stelle habe ich da eigentlich getroffen? Da habe ich genau zwischen die Schlitze getroffen wahrscheinlich. Oh nee, nicht schon wieder die Dinger. Lauf! Mein Gott, man. Er ist gleich platt. Komm, weiter reinschießen jetzt einfach. Schieß. Aua. Schieß doch. Weiter, Mann, schieß. Renn. Er ist gleich platt, Mann. Komm, schieß weiter. Schieß doch, Mann. Ja, und schnell noch die hässlichen Kackbücken noch wegmachen, schnell. Ja, ich hab's. Mann, das war geizig gegenwärtig, aber sowas von. Jetzt schnell raus aus dem Miasma. Moment, in Richtung... Ist ja, einfach raus, einfach weg. Das war exorbitant gut. Easy war das. Ja, endlich habe ich mal auf Anhieb einen geknackt. Er war halt einfach extrem unbeweglich und er hätte einfach mehr Sport machen müssen vorher. Er hätte sich einfach besser vorbereiten müssen. Er war einfach unvorbereitet. Ein schwarzer Kessel ist F-U-C-K. Der schwarze Kessel ist perfekt, um damit einen Alchemistentisch herzustellen. Er ist unerlässlich für die Arbeit eines Alchemisten. Überleg es dir, ja? Ja, dann machen wir das Ding jetzt. Ach, hier, da. Nägel. Okay, wir brauchen nur noch Nägel, alles klar. Nägel kriegen wir vom Schmied. Schmied, Nägel. Kann ich mal einen großen Schwung machen? Brauchen wir eh noch für andere Sachen. Für Türen und sowas. So, runter nochmal. Und machen und tun. Jawohl. Oh, das sieht aber geil aus. Der
Alchemitisch. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der ist. Oh, mein Inventar ist aber auch schon wieder übervoll. Jawohl, siehst du, den kriegt er gleich jetzt hier vor die Nase. Hervorragend. Kann man da was machen? Alchemistischer Grundstoff. Okay. Und nu? Ein Labor zur Heilung. Du kennst mich vielleicht als Alchemist, aber bin ebenso ein Gelehrter. Mit ein paar wissenschaftlichen Instrumenten können wir ein Labor aufbauen und bessere Heilmittel herstellen. Eine Freundin von mir, Lorraine Grimm, hat die Obelisken der Erbauer im Osten studiert und dazu bestimmt wissenschaftliche Instrumente verwendet. Sie würde sie uns sicher leihen. Die ist doch eh schon tot. Wie die alle immer noch so tun, als würden die alle noch leben, um die es geht. Die sind doch alle schon tot. Und an dieser Stelle endet diese Folge Enshrouded. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Enshrouded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.